Willkommen zurück zu Abzu, nämlich einem kleinen Bonus-Part. Denn ich möchte euch noch so drei Sachen zeigen. Und zwar die erste wäre, was zur Steuerung. ich habe mich einmal gewundert, warum ich so schnell geworden bin. Und das hat nämlich einen Grund, denn wenn man in richtigen Abständen drückt, die X-Taste zum Boost geben, sage ich jetzt mal, kriegen wir auch einen kleinen Boost als drittes. Und das habe ich eben, also ich habe das Spiel gerade auf 100% gebracht. Und da bin ich dann einfach mal so drauf gekommen, das mal so zu drücken und dann, ja. Das wäre das Erste, was ich euch zeigen wollte. Das Zweite ist, bezüglich den 100%, nämlich, wenn wir, ich glaube, es hängt damit zusammen, wenn wir alle Muscheln sammeln, weil das befindet sich vor der Muschelwand, kriegen wir, glaube ich, einen neuen Anzug. Ich habe den selbst noch nicht gesehen. So, mal gucken. Okay. Jetzt haben wir nicht mehr dieses hässliche Dreieck auf dem Rücken, sondern haben eine Muschel auf dem Rücken. Wir haben extrem lange Flossen. Und, ah, nice. Ne, wir können doch nicht so die ganze Zeit schwimmen. Was ist denn mit dir los? Ah, okay, da sieht man dann, wie sich das hinten auflädt. Ich bin noch ein bisschen überfragt hier, warum der eben gerade so gescannt hat. Auf jeden Fall hat man hier längeren Boost mit. Ja, das ist auf jeden Fall den Anzug, den wir deswegen bekommen haben. Finde ich, weiß ich nicht, ein bisschen doof. Weil jetzt hat man das Spiel quasi zu 100% beendet und man hat jetzt irgendwie keinen wirklichen Dings mehr dafür, keine Verwendung. Ich sag mal jetzt, wenn man irgendwie Speedrun machen würde, okay. Oder wenn es eine Trophäe für einen Speedrun geben würde. Aber so macht das irgendwie, weiß ich nicht, macht das irgendwie keinen Sinn. Ja gut, auf jeden Fall, das wäre die alle Muschel-Hol-Feature, sag ich jetzt mal, was wir dafür bekommen, das extra. Und wir sehen uns im letzten Level wieder. Ich springe da gerade hin und ich spiele so weit vor, bis es zu der Stelle kommt. Das ist ein kleines, ja, ich will es nicht Easter Egg nennen, das ist etwas, was mir sehr gut gefallen hat. So, und zwar sind wir hier ganz kurz vor Ende des Spiels. Wenn wir jetzt so ein bisschen zur linken Seite schwimmen, sehen wir da hinten eine kleine Eisscholle. Und darauf war auch eine Muschel. Und da hat man eine Trophäe bekommen, für, wenn man da drauf geht. Aber ich habe da noch was gesehen. Und zwar erstens gibt es hier Pinguine. Und eine Eisbären da oben. Pinguine sind sehr süß. Ich mag Pinguine. Die können auch durch uns durchlaufen. Ich mag, wie die laufen. So. Dann können wir ihn hier auch anpingen. Macht er mal die Augen auf, guckt, was ist denn hier los? Und denkt sich, weiter schlafen. Finde ich sehr süß, aber was noch cooler ist, und zwar hier ist so ein Pinguinennest aus Steinen und da ist so ein kleiner Roboter von uns drin. Dann haben die sich einfach so quasi als Ei gemopst. Weil hier sind auch ganz viele Eier. Aber hier ist halt dieser kleine Roboter drin. Fand ich irgendwie sehr cool. Ja, und das war eigentlich schon alles, was ich euch hierzu zeigen wollte. Was ich noch sagen kann, ich war ja mir noch sehr unschlüssig, was ich als nächstes machen werde. Achso, da sind gerade die Wale rausgesprungen. Ich dachte, was ist das denn? Ja, ich war ja sehr unschlüssig, was ich als nächstes machen werde.
Aber ich habe mir überlegt, ich werde noch eine Demo spielen. Weil ich habe ja noch ein paar. Und, ja. Während ich die Demo spiele, werde ich mir dann wahrscheinlich überlegen, was denn dann als nächstes kommt, weil da bin ich mir immer noch unsicher. Ja, aber ihr könnt euch dann als nächstes erstmal wieder auf eine Demo gefasst machen. Und danach geht's dann mit irgendeinem Let's Play weiter. Gut, dann hoffe ich, dass euch dieses kleine Bonus-Video gefallen hat und dass wir uns dann bei meinem nächsten Let's Demonstrate wiedersehen. Tschüss!